Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar Varo Tag 4, wie immer, mit dem lieben Normalo. Moin. Auch an meiner Seite der Zuschauer. Heute werden wir schauen, dass wir ein bisschen das Dorf looten, was wir letztes Mal noch am Ende gefunden haben. Wenn es so langsam noch nicht gelootet ist, aber ich denke mal, es sollte noch neu sein. Safe. Bisschen Glück haben. Und danach schauen wir, dass wir in den Nether gehen. Also zumindest versuchen hinzugehen und dann... Netherwarzen ganz wichtig zu finden für ein paar Tränke. Ganz wichtig, dass wir Stärke haben. Ja. Genau. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch direkt zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall heute noch full enchant müssen wir eigentlich bekommen, oder? Du hast Zuckerrohr, wir werden es von dem full 30 Level 30 enchant bekommen wir nicht hin. Ja, okay, aber wir müssen auf jeden Zuckerrohr. Fall... Ja, stimmt. Hinbekommen, dass wir auf jeden Fall Tränke, also dass wir auf jeden Fall Netherwarzen finden, also eine Festung finden und dann eventuell noch ein bisschen Level. Ich weiß auch gar nicht, sind wir die Ersten, die im Nether waren, oder glaubst du, es war schon jemand im Nether? Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht. Aber wir müssen auch echt aufpassen wegen Fallen oder so, also wenn da jetzt irgendwie am Spawn eine Kiste steht. Es keine Falle sein. Ja, okay. Ja, safe. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein, Normalo? Können wir. Alles klar. Bist du bereit? Jo, ich bin bereit. Jo, let's go. Dann gehen wir drauf. 3, 2, 1, let's go. Go. Puh, ich weiß gar nicht, wir waren. Wir haben uns eingebaut, ne? Bei einer Lava, genau. Warte mal kurz. Sehr gut. Okay, essen. Ja, ich kann gleich essen. Habe ich genug? Wir können uns nur nicht bewegen. Alles klar, wir müssen auch. Ich habe extrem viel Gold noch, ne? Wir können in nächster Zeit. Warum kann ich nicht essen? Bisschen Goldäpfel und so auch machen. Mit. Okay, nicht in die Lava fallen. Und jetzt ab zum Dorf. Auf jeden Fall. Ab zum Dorf. Nacht, okay. Nacht. Das sollte ungelootet sein. Mal sehen. Bo. Ja. Aber oder wir können auch schlafen. Wollen wir uns kurz Betten machen? Glaubst du, das ist smart? Nein, auf jeden Fall nicht. Was bringt es uns? Hey, dann ist Tag. Dann haben wir nichts mit den Dings zu tun. Es wird Tag. So, hier ist ein Villager. Perfekt. Stimmt. Ich hab's gesehen. Willis, sie sind Willis. Ich kümmere mich mal um... Nee, es wurde schon gelootet. Ja, okay, also wurde echt gelootet. Weg. Hier ist... Ja, scheiße. Ich kann mal schauen, ob beim Schmied... Ja, okay, dann würde ich sagen... Sattel, wobei, darf man eh nicht verwenden, also... Ja, wollen wir einfach Richtung Dings gehen dann? Wollen wir einfach Richtung Portal gehen oder wollen wir noch weiter schauen hier? Es sieht echt so aus, als wäre alles gelootet. Sind hier vielleicht ganz noch irgendwie Betten? Ganz wichtig wäre, Bücherregale zu finden. Boah, das wäre so OP, ne? Also wirklich, das wäre Gamechanger schon fast. Ja, eben, das war das Ding, was ich will im Dorf. Das war das Wichtigste mir. Also ich bin jetzt denke hier mal, einmal... Das wird leider nicht möglich sein. Nee, das sieht alles sehr, sehr doll gelootet. Ja, hier ist alles... komplett gelootet. Aber eventuell haben wir hier einen Librarian, wo wir Ding traden könnten. Bücher. Ich schau mal ganz kurz, was haben wir hier? Ah, nee, ein Farmer bringt uns nichts. Haben wir hier einen Cleric, bringt uns auch nichts, ne? Ein Baby-Zombie haben wir hier. Nee, alles Butcher Müll. Bringt den, uns nichts. Den Pilz hier nehme ich nochmal mit. Oh, ich muss ganz kurz Farmer, mal aussortieren. Farmer könnte man uns gönnen? Ey, Eisenrüstung werfe ich jetzt einfach weg. Ja, bringt eh nichts. Brauche ich eh nicht mehr. Jo, bringt eh nichts mehr. Wir haben Bier. So. Cleric. Alles nice. Cleric könnte man Enderperlen herbekommen. Aber ich denke mal... Ja, aber ich denke... Im Dorf. Ja, ab in Nether. Komm. Nicht so viel Zeit verschwenden. Kommst du hinter mir her? Wo bist du? Hier. Ja, ich hab's hier. Ja, alles gut. Ich komme. Alles klar. Wir sind genau in die Richtung. Ja, Schmied ist auch gelootet. Oder auch irgendwo hier. Ja, schade. Ich weiß nicht, ob es letztes Mal schon gelootet war. Aber egal. Egal. Alles gut. So, ab ins Nether. Diesmal werde ich mit Kort aufbrennen. Wollen wir dann direkt... Ja, wollen wir direkt Level 30 werden? Oder wie ist jetzt der Plan im Nether? Wir versuchen so schnell wie es geht eine Festung zu finden. Es wäre smart, so einen Dings zu holen. Wofür brauchen wir unbedingt genau eine Festung? Also was ist dein Plan jetzt genau für in der Festung? Tränke. Okay. Damit kenne ich mich halt überhaupt nicht aus, brauchen, ne? Also du musst mir sagen, was ich alles farmen muss. Ja, wir brauchen Netherwarzen. Okay. Unbedingt. Die sind ja immer... Okay, da weiß ich, wie die aussehen. Ohne die gibt es keine Tränke. Okay. Dann wir brauchen noch eine Blaze Rod. Wir brauchen noch zum Brennen auch noch Blaze Rods. Echt? Ja. Okay, gut zu wissen. Stärke ist, glaube ich, eine Blaze. Also erstens brauchen wir für... Ja, dann brauchen wir ja richtig viele Blaze Rods. Also dann am besten wäre es, wenn wir uns irgendwie aufteilen, oder nicht? Und sollen wir uns einen Kanister machen? Ich haben das. Oder wie heißt das? Wir müssen erstmal eine Festung finden. Wie heißt denn dieses Ding, wo man sich... das ist Zuckerrohr nochmal wichtig. Oh, hier ist sogar richtig viel. Wie heißt denn das, womit man sich löschen kann im Nether?
Was bringt das? Hä, dass wir nicht sterben? Ach so, du meinst ganz normale Potions? Nein, nicht. Also, nein, nein, nein. Wie heißt denn dieser. Mann, du weißt doch, was ich meine. Was man auch aus Eisen craften kann. Ey, ich laufe einfach gerade vor. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, wie heißt denn das auf Deutsch? Ding, Kessel. Kessel, genau. Macht keinen Sinn. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hier, 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 hier. Hä, wo? Ich decke mich ein bisschen hoch. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo du bist. Digga, wir sind in einem riesen Wald. Geradeaus weiter, geradeaus weiter. Hä? Da ist irgendwo ein Wasserloch. Ich glaube, du musst bis weit nach links. Steck dich mal noch mehr hoch. Steck du dich mal hoch? Ich bin gerade hochgesteckt. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Rechts von dir, rechts vorne, rechts vorne. Also rechts und... Hä? Ich sehe dich nicht, scheiße. Siehst du mich? Du siehst den Tower gerade in der Luft. Ich sehe überhaupt keinen Tower. Dreh dich einfach mal um, dass solltest du einen Koppel-Tower sehen. Ah, so weit weg bist du, oh mein Gott. Oh, perfekt. Bestes Water Energy. Digga, wäre ich daran gestorben, ne? Ich glaube, ich hätte mein Leben, Kannst du Water Energies? Wir reden nicht drüber. Kannst du Boot Energies? Boot Energies? Ist doch, easy. Ja, mit dem Boot. Das ist absolut nicht easy. Das ist 10.000 Mal schwerer als ein Water Energy, weil du zweimal klicken musst. Oh, ich sehe ihn spawnen, glaube ich. Gut, ich bin gleich da. Ja, ich sehe ihn spawnen, das sieht man auch. Das war jetzt ein bisschen sideways, aber egal. Es waren welche im Nether. Hä, was haben die denn da gebaut? Die Langeweile? Wir haben noch genug Zeit, okay, perfekt, das kann ich kurz ausblenden. Keiner ist online, das heißt, wir müssen, Ja, und wenn jemand online kommt, dann fighten wir. Trappen? Wenn wir uns trappen, dann können wir einfach ganz schön wieder einsteigen ins Projekt, also alles schön. Da haben wir... Wir können aber erstmal die Chests hier looten. Nein, die sind alle gelootet, 100 Pro. Ja. Aber du kannst eine, wir können eine mitnehmen. Perfekt. Stimmt, ich hab Chests eh schon im Inventar. Achso, okay, dann komm rein, komm rein ins Nether. So. Hallo, wieso komme ich nicht rein? Ah, jetzt. So, ich warte mal auf dich. Ich höre schon mal einen Gast hier. Geh mal in die Richtung, ich würde in die gehen, ja. Geh mal hier rechts lang. Ich glaube, da links sind welche schon gewesen. Oh mein Gott. Scheiße. Die Kleinen. Die sind garantiert schon in Nether. Die sind garantiert schon in Nether. Wollen wir hier die Netherwarzen direkt alle mitnehmen? Warte auf mich, warte. Das sind keine Netherwarzen. Doch. Das ist Quatsch. Meine ich ja? Die für Level? Ich glaube, ich könnte in eine Festung gehen. Nein, so, weiter. Wo bist du, Normalo? Hier. Ja, ich sehe es. Weiter. Ich glaube, die sind im Never. Glaubst du? Wollen wir die fighten, wenn wir die sehen? Oh mein Gott. Wenn sie besser Skill Equip haben, nein. Wenn sie schlechter haben, ja, aber wir können ja nicht einfach durchziehen, so, weißt du? Ich sehe eine Festung. Geil. Hast du eigentlich 4 Essen? Ich habe nur noch 6. Die wird schon gelootet sein, die ist so nahe. Ja, guck mal, da ist auch schon eine Steinbrücke. Ich habe noch... Oh, wir müssen echt weit traveln, weißt du das? Das ist echt weit, das ist absolut nicht weit. Hier, komm, wir droppen gleich. Ja, aber wir sind ja auch nicht da. Hier, komm mit. Wo bist du? Das ist alles verbunden. Das ist alles verbunden, hier rein. Droppen. Wo bist du reingedroppt? Hier unten. Ah, ja, ist es. Bei der Festung. Jo. Essen doch. Alright. Hier sind Blaze-Spawner. Ja, guck mal, die haben die ganzen Netherwarze schon mitgenommen. Ey, die haben hier eine Netherwarze vergessen. Geil, die brauchen wir. Und nimm Soulsand mit. Soulsand mitnehmen. Wir brauchen die. Hier, ich baue es für dich ab, ja. Du nimmst es in. Aber wir haben eine Netherwarze. Oh, so wichtig, geil, dass sie die vergessen haben. Wie geil. So, warte, ich gebe sie dir, ja? Ja. Ich habe ein volles Inventar. Achso, Bro. Zweite Ei brauchen wir nicht, das hat nur Schwäche. Ja. Scheiß auf Schwäche. Ich habe ein zweites Ei gedroppt. Oh, jetzt hier vorsichtig sein, ne? Im Nether kann man so schnell sterben. Chest. Ja, die ist ja 100 Pro gelootet. Also wirklich, sei richtig vorsichtig jetzt. Nee, ist nicht gelootet. Diamond Horse Armor brauchen wir nicht, dürfen wir nicht verwenden. Hier auch nochmal Obsidian. Obsidian nehme ich mal mit, ja? Nehm mit auf jeden Fall. Kann man ein bisschen trappen. Ja, lass mal weiter. Die ist ja 100 Pro gelootet schon. Aber wir haben Tränke, das heißt, wir brauchen Playspawner. Ich hoffe, die haben Spawner nicht abgebaut und haben gedacht, die können nochmal farmen. Wenn nicht, müssen wir traveln. Oder Places, wobei hier können auch Places spawnen, also alles gut. Ich habe wenig Essen.
Ja, same. Also ich hab nur 5. Ich hab nur 3. Ist das ein. Was sind das für Geräusche hier? Ist das Blazes? Ja, dann lass die doch töten, ja. Oder nicht? Ich muss gerade überlegen, was ich zu essen noch krieg. Ich hab nur noch 2 Essen. Hast du Öfen dabei? Ja. Ja, dann können wir kurz brennen ein bisschen. Wo bist du? Hier sind genug Blazes. Komm her, ich glaube, ich hab einen Spawner. Ja, wo bist du denn jetzt? Immer noch im gleichen Gang, wo du warst. Achso. Komm mit. Mir gehen, ich habe keinen Bock anders. Wie viele Blazes wollen wir holen? Achso, du hast aufgebaut, ich dachte schon. Pass auf. Nicht runterlocken lassen und nicht killen lassen. Immer schön Blazes herholen und dann. Ich sehe aber keinen Spawner hier. Ja, kack drauf, die haben alle Spawner Fixture abgebaut. Glaub mir. Ja, hier unten habe ich nochmal Blazes gesehen. Pass auf, dass du nicht stirbst. Hier sind einige. Ja, aber da gehe ich nicht hin. Spawner, der sieht aber gelootet aus, tatsächlich gesehen. Und wir können hintribbeln. Bist du noch irgendwo bei mir? Ich bin genau hinter dir, ja. Block Image Cheat? Schon wäre ich tot gewesen? Also Nein, wärst du nicht. Hast du das gerade gesehen? Wollen wir die noch kurz töten? Auf jeden Fall. Da wäre ich so fix tot gewesen. Ich gönne mir das Level erst. Komm mal hoch, Jungs. Komm mal her, meine Freunde. Hast du zufällig eine Angel? Nein. Aber ich könnte eine craften, glaube ich. Nee, doch, könnte ich. Aber dann, ich würde das Zeug lieber vom Boden. Dann kann man sie herziehen, die Blazes halt. Ja, die ziehen alle nach unten, Mann. Ja, lass weitergehen lieber auf eine neue Festung mit Spawner. Komm mit. Hier. Nee, hier gibt's keine neue Festung mit Spawner. Vergiss es. Das gibt eine Border. Wir müssen hoffen, dass sie den Spawner-Schienen hassen haben. Glaube ich nicht, glaube ich denken, nicht. Sie denken, die haben selber nochmal. Nee, dann das ist nicht mehr. Spawner weg. Hier gibt's nicht einen, das ist ein Dead End. Was denn da hinten? Wo hinten? Da ist auch noch, geht ja auch noch die Festung weiter, oder nicht? Hier den Magma Cube nehmen wir mit, damit können wir nämlich Fire Resistance machen. Pass auf, dass er dich nicht runterlockt. Lass mich herkommen. Da ist mir zu viel Lava. Er ist tot. Wir hätten das Magma Slime gebraucht. Ja, es tut mir leid. Für Fire Resistance. Ah, Fire Resistance ist, glaube ich, nicht so krass. So, was machen wir jetzt? Im Never absolut krass. Was machen wir? Weiter traveln und hoffen. Oder hier stayen und warten, dass Places spawnen. Das ist eigentlich das Sinnvollste. Nee. Aber ich glaube nicht, dass sie einfach spawnen so. Wir haben nicht. Doch, die spawnen eigentlich. In Festung spawnen die. Und wir haben auch nicht genug Essen, dass wir sonst weiter können. Ja, okay, hast recht. Wir werden von den Pilzen hier uns ernähren. Falls wir nichts mehr haben. Anders werden wir nicht überleben. Sei ganz ehrlich. Bist du wieder ganz zurückgegangen oder? Ich bin hier in der Festung. Ich sehe eine Blaze. Wie viel brauchen wir denn? Wie viel Blaze-Rods? 2 Blazes habe ich gesehen. Ich weiß es nicht. Ah, da liegt eine. Du hast eine gedroppt. Doch. Wichtig. Perfekt. Ich habe auch eine bekommen. Wichtig. Droppen wir. Hier, nimm das Sugarcane mit. Nimm das Sugarcane mit und gib mir die Blaze-Rods. Ja. Zwei reichen uns nicht, nee. Damit können wir uns nicht mal Stärke machen. Ich kann mir hier kurz denken. Weiter könnten wir uns 3 Stärke-Pots machen wahrscheinlich. Es reicht uns nicht. Ich will mehr. Hast du ein Problem damit, wenn ich ganz kurz mal ein bisschen mir... ich habe eventuell einen Spawner-Raum gesehen. Was willst du machen? Ah, schau, blutet. Schade. Ich craft mir ganz kurz ein paar Sachen. Also ein paar Essen-Sachen. Soll ich ein paar das Bücher machen? Nicht. Das will. Ich kann 7 Bücher, glaube ich, machen. Wie viel Buch braucht man für ein Bücherregal? 1, oder? 3. What? Soll ich Bücher machen? Weißt du, warum ich... Auf jeden Fall. Ich muss überlegen, aber wo... hier ist mein Crafting-Tabell. Ich habe mir jetzt auch gerade einen gecraftet. Ich habe noch 2 im Inventar, also Crafting Table. Okay, ich habe 5 Bücher gemacht. Soll ich dafür schon mal, ich kann ein Bücherregal machen. Soll ich das machen? Oder lieber auf, ich gehe erstmal auf Schärfe 2, ja?
Kannst du zufällig einen Dings machen? Was? Wie viel Eisen hast du gerade? Ich habe, glaube ich, habe. Du craftest, du musst doch nicht die Bücher verwenden. Wir brauchen Bücherregale. Nee, ich mache mir jetzt kurz Sharp 2 Schwert. Glaub mir, das bringt. Hast du Zuckerrohr angebaut? Ich habe gerade jedes von meinen Zuckerrohr vercraftet. Scheiße, wir können nicht mehr anbauen. Das war dumm. Egal, egal, egal. Das kriegen wir, wir finden schon welche noch. Okay, was wäre sinnvoll jetzt zu machen? Aussortieren. Jedes einzelne, als ob das perfekt aufging. Lächerlich. So. Kurz Sharp 2 machen, ja? Jo, dann gehen wir weiter. Sharp 2 ist, glaube ich, echt geil. Wir brauchen mehr Blast und Blaze Shot und Magma. Perfekt. Magma nehmen wir. Safe ist safe auch mit. Die Blaze müssen wir aber. Ja, die Blaze nervt gerade. Hinter dir ist ein kleiner Magma. Ja, kill lieber den kleinen, der rot-große hätte mich runtergenommen. Ja, der hat aber nichts. Oh, was? Ist schon vorbei? Sekunden, ja. Holy shit, wie schnell. Alter, wie schnell verging die Zeit. Im Nether ist so geil. Okay, warte, dann lass schnell einbauen. Wo bist du? Ich bin hier. Ich entsneake gerade. Ist doch egal, wir joinen eh direkt wieder. Alles gut. Okay, alles gut. Oh, Mann. Ey, wie viele Blaze Rods haben wir jetzt? Zwei nur, ne? Jo, okay, alles klar. Alles klar. Okay. Machst du Abmod? Jo, mach ich. Ey, Leute, dann war's das mit dem Video. Lasst wie immer eure Meinung in den Kommentaren da. Schreibt Hashtag Suppenschweine rein. Lasst dem Video auch super gerne ein Like da. Und vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren. Auch nicht beim lieben Normalo. Erster Link in der Videobeschreibung, wie immer. Und sonst, Leute, würde ich sagen, war's das wieder mit der vierten Folge. Warum? Wir werden jetzt direkt hinterher auch noch die fünfte Folge aufnehmen. Mal sehen, ob es diesmal noch besser läuft, ob wir noch mehr Blaze Rods bekommen. Bleibt gespannt und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Cobrix Varo. Und ich würde sagen, Leute, haut rein und ciao.